kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Dunkle Geheimnisse. So, wir müssen noch weiter mit Xada sprechen. Sei gegrüßt. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Orkkrieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Ich suche magisches Wissen. Okay, dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt zum alten Kastell. Das tut ein bisschen weh, aber wir haben ja unser super... Heilkristall. Naja, nehmen wir mal den. Ja, und dann gehen wir jetzt mal zu Urshak. Zu Urshak habe ich ja auch schon mal eine Theorie geäußert, dass Urshak böse ist. Wir wissen ja, Urshak, der ist in Gothic 2 ja bei dem Minenangriff oben auf dieser Felsklippe. Wenn die Mine von Fayet angegriffen wird. Also könnte man vermuten, dass er diese ganze Operation da leitet. Und wenn dann Roshbak tot ist und der Held wieder mit Urshak spricht, dann macht ihn natürlich Urshak Vorwürfe. Und der Held sagt zu ihm, wie ich sehe, hast du hier seinen Platz eingenommen. Ne? Dein Stand bei deinem Volk ist höher, als du zugeben wolltest. Das heißt, Urshak war nicht ehrlich zum Helden, der Held war auch nicht ehrlich zu Urshak. Dinge, die da gesagt wurden... Ne, die können ja auch in Rage gesagt werden. Ich meine, wenn jetzt Diego stirbt, dann werden wir auch angefressen, ne? Ist ja klar. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass Urshak böse ist, dann gibt es ja auch Indizien darauf, quasi, dass das schon in Gothic 1 der Fall ist. Also Urshak ist zu uns nett, aber wir wissen ja, er wurde aus der Orkstadt verbannt und er wird hier auch verfolgt. Wenn wir ihm dann helfen, dann sagt er natürlich hier, er ist gegen den Schläfer und so. Aber was ist, wenn er für den Schläfer war, ihn auch aufwecken wollte, aber die Orks wollten das nicht, weil die Orks haben ja den Schläfertempel versiegelt und die Orks bringen dem Schläfer quasi ja Opfer, um ihn zu besänftigen. Aber vielleicht wollte Urshak ihn ja als höherer Schamane irgendwie schon aufwecken oder anders mit der ganzen Situation umgehen und deshalb wurde er verbannt. Und diese Theorie finde ich auf jeden Fall sehr interessant, ne? Ich habe das schon mal in irgendeinem LP erzählt, aber es gibt auf jeden Fall einen kleinen Interpretationsspielraum, wo man sagen könnte, das, ne, könnte ja sein. Weil spätestens in Gothic 2 merkt man ja, dass er auf jeden Fall schon wieder schnell zu Ansehen kam bei den Orks. Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen nicht. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Name Urshak, sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Mine.
Sei gelaufen weg. Seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urschak, gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Die Sache ist dann nur, er könnte uns ja auch vermitteln, hier schon, wenn er böse wäre und er wirklich an den Schläfer glauben würde, dass er nicht böse ist, dann könnte er uns ja auch versuchen zu überzeugen. Aber ich weiß es nicht, ne? Wie gesagt, ist nur eine Theorie, ob das Hand und Fuß hat, weiß ich nicht. Aber ihr könnt ja auch sagen, die Leute denken, der Schläfer ist böse, aber es ist er nicht, ne? Vielleicht will er uns auch auf eine falsche Fährte locken, ich weiß es nicht. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher, waren Söhne von Geist, wie Urschak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen Clan von Feind. 5 Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein tot und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüdern. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urschak-Opfer finden falsch. Haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen, Urschak gehen. Brüder schlagen Urschak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urschak sagen Dank zu Fremder. Fremder retten Urschak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urschak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen Fremde Feuer. Dann Fremder sterben. Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urschak kennen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremder tragen Ulumulu, dann Fremder nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremder gehen zu Freund von Urschak. Freund von Urschak geben Ulumulu. Fremder tragen Ulumulu, dann Fremder nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urschak seien in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urschak. Freund damals gewesen krank. Warst du in der freien Mine gefangen? Urschak gefangen in Mine unter Dorf in Kessel. Urschak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urschak danken, Fremde. Fremde retten Urschak. Fremde nun Freund von Urschak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urschak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urschak nicht können gehen Heimat. Urschak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Okay. Ist da unten eigentlich jetzt... Ja, da unten ist jetzt ein Golem. Glaub, ich hau den mal weg. Jo, der hüpft einfach. Zack. Pferd im Golem töten bin ich. Das ist ja der Wahnsinn.
So, dann gehen wir einmal zu Xanas, geben direkt Bescheid. Ich habe auch darüber nachgedacht, wo dieser Urizir sich aufhalten könnte. Ja? Der könnte ja auch im Schläfertempel sein. Ja? Dass er da irgendwo rumhockt. Vielleicht beim Schwert Urizir. Weil er es haben will. Sei gegrüßt. Ich habe mir die Antworten vom Orkschamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Orkschamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Orkstadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Okay, so, wir haben wieder 35 Lernpunkte. Das heißt, wir könnten ein bisschen Zweihand verbessern. Vielleicht mache ich das mal. Ja, gehen wir zum Minenlager. Da müsste mir das ja jemand beibringen können. Hast du eigentlich noch was zu erzählen? Zeig mir deine Heiltränke. Verdammt! Clone. Hallo! Du warst das, ne? So, jetzt sind wir 65, aber wir sind immer noch erfahren. Schade, dass das alles so durchklippt. Ich könnte diese Waffe verwenden. Oder ich verwende mal einfach wieder diese Rüstung. Als kleine Abwechslung. Die ist sowieso eigentlich besser, muss man ganz klar sagen. Nur sie ist so rot. So, dann gehen wir zu den Wassermagiern. Hast du mit Xardas gesprochen? Nun? Nun? Nun was? Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas, er muss uns helfen. Der Erzhaufen ist mittlerweile sehr groß. Zum Beispiel, das ist so dumm, ne? Guck mal, hier im Tagebucheintrag. Ich glaube, die Quest ist jetzt gescheitert, ne? Hier steht, ich habe beschlossen, Saturas nicht zu erzählen, dass laut Xardas all die Jahre des Erzanhäufens umsonst waren. Sobald ich einen anderen Weg gefunden habe, die magische Barriere zu zerstören, werde ich ihm die ganze Wahrheit erzählen. Bis dahin werde ich die Schande auf mich nehmen, eine Mission nicht erfüllt zu haben. Und guck mal. Also er will Saturas einfach davor behüten, die Wahrheit zu erkennen, weil er Angst hat, ihn traurig zu machen, ihn zu beleidigen, weil seine Arbeit zu nichts zu gebrauchen war, quasi. Das ist der Grund, warum er nicht die Wahrheit sagt. Es geht doch um Freiheit. Und die Freiheit kann man ja auch erlangen, wenn man die Barriere anderweitig zerstört. Deswegen müsste Saturas dann doch auch erkennen, dass es egal ist, dass seine Arbeit falsch war. Weil er will doch die Freiheit. Ihm geht es doch nicht um Ansehen, ich habe die Barriere zerstört, sondern es geht doch darum, dass er in die Freiheit kommt. Und diese Logik erschließt sich mir nicht, warum man ihm das denn nicht sagt. Vor allen Dingen, Xardas war doch ursprünglich der Anführer dieser Magier-Operation hier. Warum sollte Saturas zumindest nicht mal anhören, was Xardas sagt? Und er weiß doch, Iberion ist gestorben, Iberion hat gesagt, der Schläfer ist ein Erzdämon. Das wurde völlig schon wieder vergessen hier von Saturas. Und wenn
Sardas jetzt das Ganze nochmal bestätigt, dann müsste Satoras darauf hören. Ne? Und dann könnte man ihn auch später sagen, hey, guck mal, hier, ich habe so ein tolles Schwert gefunden. Das könnte mit der Macht des Erzhaufens aufgeladen werden. Und dann könnte Satoras ja sagen, hey, meine ganze Arbeit war dann doch nicht umsonst, sondern die Jahre waren, ne, das war vielleicht vom Schicksal so gewollt, jetzt hat sich das doch gelohnt mit dem Erzhaufen. Ja, aber nö, ich will Satoras nicht beleidigen, der arme Kerl könnte ja traurig sein. Gut, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet. Du hast auf mich gewartet? Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Natürlich. Übrigens könnte ich auch den Feuerstab benutzen. Dann fallen die ganzen, die ganzen Viechers und die ganzen Gardisten ja direkt um. Das ist vielleicht angenehm, gerade in der freien Mine, ne? Und ich weiß, es stören sich auch immer Leute daran, wenn ich über diese Dinge rede, wo ich in Gothic Logiklücken sehe. Aber ihr müsst wissen, aus welchem Grund ich das sage. Nicht, weil ich das Spiel schlecht machen will, sondern weil das Spiel so viel besser sein könnte und ich dieses Spiel liebe und mir Gedanken über dieses Spiel mache. Ja? Und das wird oft missverstanden, dass man denkt, warum machst du Gothic schlecht? Ja? Man will einfach, dass jetzt gerade das Remake hat eine Chance, dieses Spiel, das habe ich ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, um ein vierfaches Maß noch zu verbessern. Und das hoffe ich. Das kann schon sein. Das kann schon sein, ganz genau. Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Eine Rückeroberung mit vier Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Nein. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Obwohl du nicht zu uns gehörst, hast du unserem Lager schon große Dienste erwiesen und dich mehr als bewährt. Wir bieten dir die Durchführung der Operation an. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Auf in den Kampf! Ah, dieses Thema, dass die Gardisten angeblich zu gut verschanzt sind, das hatte ich ja schon in der letzten Folge angesprochen. Alles Blödsinn. Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Irgendwie bezweifle ich, dass die Crawler-Plattenrüstung besser ist als das, was wir haben. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass die besser ist. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und... Hallo. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen.
Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Ja, das wird schon. Na gut, dann gehen wir mal zurück auf die Polizeiwache, ne? Ich weiß, den Witz verstehen jetzt nicht alle, aber die, die es verstehen, die verstehen's. Wenn du meinst. Hallo. Es kann losgehen, auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ich folge dir. Let's go. Ron hat mal wieder Schwierigkeiten. Wie immer. Echt komisch, dass hier in diesem ganzen Gebiet nichts Neues dazugekommen, ne? So, komm, Görnchen. Gleich wird das sagen. Vorsicht! Razors! Die arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Wir sollten sie aus dem Weg räumen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Und deswegen trägt er gerne rückenfreie Kleider. Hängt mal wieder fest. Perfekt. Oh, wir... Hä? Mittlerweile... Warte mal. Wir sind mittlerweile... Oh, wir haben ja mittlerweile diese Haltung. Nice. Das ist ja nice. Benutze ich die Zweihandwaffen noch lieber. Hallo. Auf in den Kampf. Kann ich dir echt eine andere Waffe geben? Nimm diese Waffe. Was habe ich denn so Schönes für dich? Wir haben doch bestimmt eine bessere Waffe für dich. Guck mal, von der habe ich zwei. Hier, nimm. Nimm das. Auf in den Kampf! Kannst du die tragen? Die kann er, glaube ich, gar nicht tragen. Habe ich irgendwas anderes, was er tragen kann? Feuers Brunst. Ich will wissen, was er für eine Waffe hat. Ja, das mal wieder. Muss ich jetzt das wirklich tauschen? Auf in den Kampf! Hallo. Jo, die hat er jetzt angezogen. Gorns Rache. Okay. Auf in den Kampf! Cool, jetzt hat Gorn... Ich finde, diese Axt passt auch zu Gorn, ne? Auch farblich, ne? Der Axtstiel passt zur Hose. Gorn, du bist echt so ein Experte, ne? Komm mal ran jetzt. Komm. Komm her. Es wäre schon witzig, wenn sie im Remake so ein Gag daraus machen, dass Gorn ja früher so Wegfindungsschwierigkeiten hat. Oder generell jeder NPC. Aber bei Gorn gerade vermehrt. Und wenn er sich dann irgendwie immer nochmal die Schuhe binden muss oder irgendwas anderes ist. Das wäre schon witzig. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Ja, auch diese geile Logik. Der kommt dann auch so richtig schnell nach, ne? Er geht dann so gemütlich spazieren.
Ich weiß gar nicht, warum ich das hier alles einsammle, aber... Warum denn nicht? Man hat, hat man. Jetzt müsste Gorn doch eigentlich runterkommen, oder? Ist das nicht der Triggerpunkt für ihn? Doch. Aber er geht halt so gemütlich spazieren, weißt du? Sieh mal einer an. Der Verräter, der das Lager gewechselt hat. Du hättest dich nicht mit diesen Verlierern einlassen sollen. Dann würdest du noch zu uns gehören. Hättest mich damals bezahlen sollen, als es noch Zeit war. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Also ich mag Taurus als Charakter, ne? Aber es hätte voll Impact gehabt, wenn Taurus hier stehen würde und nicht Jackal. Aber Taurus wollte man wahrscheinlich halt für die nächsten Teile auch noch behalten. Aber wenn Taurus hier stehen würde, wäre das heftiger, oder? Weil da hätte ich eher einen Zwiespalt als bei Jackal. Und vor allen Dingen hätte man es ja dann trotzdem machen können, wenn Taurus in Jagd einen wieder trifft, dann wäre diese unangenehme Spannung, ne? Und irgendwann hätte Taurus dann zugegeben, ich stand damals auf der falschen Seite, ne? Und du hattest recht. Das wäre schon krass gewesen. Und guckt euch diesen entspannten Typen an. Ich hörte dich kämpfen, da bin ich sofort hinterher. Ja. Ein alter Bekannter, aber die Rechnung ist beglichen. Er ist sofort hinterher. Wir haben es alle gesehen, wie er sofort angelaufen kam, um uns zu retten. Ach ja, der gute Gorn. So, das Nice ist, jetzt kann ich dich hier alle easy wegzimmern. Gorn ist ja sowieso für nichts zu gebrauchen da unten. Das Geile an dieser Waffe ist, auch wenn sie nicht so nice aussieht. Oh, der ist ja interessant gestorben. Die sterben halt direkt, ne? Waffen, die direkt töten, sind schon sehr nützlich in so einer Situation wie hier. Oh shit, der ist da runtergefallen. Scheiße. Der arme Kerl kann einem leid tun. Friends, wie stark seid ihr? Shit, die sind komplett resistent gegen Dings. Dann baue ich hier wohl eine andere Waffe. Oh, das macht auch Magieschaden, sehe ich gerade. Komisch, dass das aber Schaden macht. Aber auch wenig, weil die sind anscheinend sehr resistent gegen Magie. Oder sind die so stark? Ah, okay. Die Waffe macht schon mehr Schaden. Physischer Schaden. Ja, das ist dann auch interessant, ne? Je nachdem, wen man da gegenüber hat. Aber ich will trotzdem hier... Nur wenn das Magie-Schaden macht, ne? Tötet die dann auch direkt? Oder ist das hier auch anders, weil das wieder kein Feuerschaden macht? Weil ich dachte, Magieschaden tötet auch direkt. Na, Gorn? Kriegst du es mal gebacken? So,
Habe ich noch einen Lebenskristall hier irgendwo? So, die Kristalle hätten eigentlich schon einen eigenen Platz bekommen. Eine eigene Abteilung im Inventar. Gorn ist so ein Experte, ey. Komm, Gorn, spring da bitte runter. Tu's. Okay, das tötet auch der. Das ist super. Das ist nice. Die Schaden ist einfach. Okay, dann kann ich auch diese Waffe benutzen. Ach, geil. Das ist nice. Los, Gorn, du schaffst es. Schade, ich dachte, er schafft's. Muss sagen, das ist ja eigentlich eine Einhandwaffe, aber es sieht verdammt gut aus als Zweihandschwert. Irgendwie mag ich das. Sind die Schatten nicht sonst weggelaufen? Die Buddler greifen mich an. Was ist denn mit denen? Übermütig. Warte mal, hatte ich nicht? Hatte ich nicht? Habe ich den vergessen einzusammeln? Ich hab den echt irgendwie vergessen einzusammeln beim Nachspielen. Diesen, ich hatte doch so einen Kristall, der Feuerregen gemacht hat. Fall Feuersturm. Komm, du kriegst einen Feuersturm ab. Interessant, dass er dann gerade losgelaufen ist. Ein Lebenselixier. Ein Mana-Elixier. Habe ich noch den blutigen Kristall? Psst, dieser Depp. Renn heim zu Mutti. Ja. So. Waren das jetzt alle? Ich glaube schon. Nee, da ist noch einer. Sag mal. Was soll denn das? Ich finde das so witzig, dass die Buddler mich in dieser Version angreifen. Jetzt würden die sie hier so gerne hacken wollen. Die müssten doch eigentlich dankbar sein, dass ich die befreie. Oder? Naja, die anderen Buddler lasse ich mal am Leben. Da oben ist eh nichts von Wert. Auch hier aber jetzt wieder eine andere Waffe. Da ziehe ich wieder die antike Axt der Macht an. Spüre meine antike Macht. Die haut schon gut rein. Mal gespannt, ob wir noch stärkere Waffen finden als diese antike Axt der Macht. Die ist bisher schon echt so das Beste. Und die haben wir auch eigentlich schon verdammt lange, ne? Hatte die nicht dieser Ork-Anführer? Zumindest glaube ich das gerade. Der vor dem Teleporter stand. Zack.
altes Schwert. Mr. Tarok. Was geht? Tarok brauchen Hilfe! Tarok verletzt! Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahluk. Bitte helfen, Tarok verletzt. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak. Kastak, Dvachkar und Ortantak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge, sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimatleben, Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Was bedeutet Katztak? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Dvachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Was ist ein Ortantak? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, da wissen wir ja Bescheid, ne? Sorry, Tarok, wollte ich nicht. Der komische Trank der schnellen Heilung, der ist so dumm, ne? Weil der heilt erstmal weniger als alle anderen Heiltränke und der hat die langsame Trinkanimation. Warum heißt der Trank der schnellen Heilung? Trank der schäbigen Heilung. Ich verbrauche hier auch direkt, damit ich die nicht aus Versehen irgendwann mal nehme hier. Gahluk, gefährlich. Bist du gerade runtergefallen? Hab ich auch noch nie gesehen. Komischer Kauz. Ich stelle mir das so lustig vor, wenn man hier das ganze Lee berichtet. Und dann sagt, ja, die freie Mine ist wieder frei. Und sagt er, du warst doch mit Gorn da. Was hat Gorn getan? Und dann sagt man einfach nur, ja, okay, lass nicht drüber reden. Aber die Mine ist wieder frei. Gorn hat Gorn-Sachen gemacht. Oh Mann, das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hierbleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt.
Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Ja, hier bei den ganzen... Bis später. Hier bei den ganzen Leichen. Das ist auch sehr gemütlich, muss man sagen. Sei gegrüßt. Hat er nicht sonst immer noch gesagt, wenn du wünschst, kann ich dich heilen oder so? Sei gegrüßt. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Wieso kann ich mich drehen im Dialog? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Dach. Hallo. Moin. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Ja, cool. Was habe ich bekommen? Was für eine Zauberrune? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wüsst, sagt mir mal, was ich bekommen habe. Oh, es regnet in der Höhle. Auch merkwürdig irgendwie. So, Ulf. Hallo. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Natürlich. So, dann gehen wir als erstes mal in den Sumpf. Hey, wer hat denn Hey Du gerade noch gesagt, hier im Sumpflager, obwohl ich mich schon längst wegteleportiert habe? Hä? Der hat immer noch gesagt, du hast da drin nichts zu suchen. Dabei war ich doch gar nicht hier irgendwo da drin. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Achso, ich wollte mir Blutfliegen-Dingsbums kaufen, ne? Verwandeln. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Wo ist die Blutfliege da? Gib mir das. 5000. Hier. Feuerball. Feuersturm. Heilung. Kannst alles haben. Schenke ich dir. Vielleicht lernst du da auch mal coole Magie. Ich frage mich, ob auch noch irgendwas im Sumpf ist. Ich kann mich ja da mal durchprügeln. Oder Gorna ran? Was meinst du? Eine coole rote Rüstung, wie ich jetzt auch gerne, ne? Die sind aber ganz schön tanky, ne? Sumpfeier. Voll krass, ne? In Gothic 1 waren die so stark. In Gothic 2 sind die Sumpfeier verhältnismäßig vor die Lappen. Zombie. Kann ich alle Zombies hier umhauen? Da liegt ja auch noch ein Kristall. Habe ich den auch nie eingesammelt? Kristall der Erde. Siegel der Erde. Bin gespannt, wann ich diese komischen Siegel brauche. Muss ich doch bestimmt nachher alle für irgendwas haben.
Die Gottes Hand so macht. Verhältnis. Schon mittlerweile echt stark. Kannst von mir aus da oben bleiben. Oh. Ist ja da runtergekommen. Ab. Was mich wundert, ich habe ja beim 2. da habe ich schon die normale Meisterhaltung. Hier habe ich immer noch die Kämpferhaltung. Ich frage mich, wie viel ich noch brauche, weil ich bin ja schon bei 93% gemeistert. Vielleicht muss ich ja auch nur noch einen Punkt reinstecken und dann habe ich die Haltung. Ich könnte mal zu den Schmugglern gehen und das versuchen. Das könnte ich machen. Das mache ich gleich mal. Ich muss da ja... Ja, eigentlich muss ich da nicht hin. Aber ich könnte danach auch zu Fiddler gehen oder vorher. Fiddler hat doch bestimmt was zu erzählen. Kommst du wohin? Naja, der Sumpf hatte nichts Neues. Dann würde ich mal sagen, ich laufe zu Fiddler. Hauptsache, dieser Keiler bringt mir plus 1 Stärke. Wie viel Stärke haben wir mittlerweile? 162. Da geht ja schon. Kann sich schon sehen lassen. Macht Fiddler hier eigentlich den ganzen Tag? Für sich alleine Laute spielen, ein bisschen trainieren. Ziemlich langweilig. Und ich wünschte auch, dass die Dialoge einfach bei ihm so kommen würden. Da müsste man ihn nicht immer erst mitnehmen. Hast du vielleicht Interesse an einem weiteren Abenteuer? Wenn du an meiner Seite kämpfst, gerne. Hallo. Okay. Hallo. Sag nichts. Ich gehe jetzt alleine weiter. Wie du wünschst. Na dann. Hier zufällig ein Troll nachgespawnt? Hier waren doch so viele. Nee. Scheint nicht der Fall zu sein. Eigentlich könnte ich doch hier runterspringen, oder?
Weil ich wahrscheinlich auch einfach hier runtersliden kann, oder? Easy peasy. So, mal gucken, ob das geht, was ich mir hier vorstelle. Hast du mal einen Moment Zeit? Na klar. Worum geht's? Nun, das ist ein schwieriges Thema für mich. Wenn ich dir helfen kann, tu ich's. Spuck's aus. Ich habe mich nicht geirrt. Du bist ein rechtschaffener Mensch. Das hängt von deiner Sichtweise ab. Ich tue, was ich für richtig halte und was getan werden muss. Das ist es nicht allein. Ich spüre ein Feuer in dir, das Feuer von Innos. Vielleicht brauchst du mal eine Pause vom Schmieden. Wenn du willst, rede ich mal mit Tango darüber und... Du hast mich nicht verstanden. Ich werde nicht verrückt. Ich trage jedoch einen Fluch Innos in mir. Ein Fluch, von dem mich nicht einmal der Tod erlösen wird. Ich verstehe nicht. Wie du weißt, war ich ein Paladin, ein heiliger Streiter Innos. Aber der Gott des Feuers hat entschieden, dass ich nicht mehr würdig bin, seine Flamme mit mir zu führen. Und meine Seele ist in die Dunkelheit Belias hinabgestiegen. Ich habe den Befehl nicht befolgt. Ich habe meinen Befehlshaber missachtet und meinen Glauben verraten. Aber dort waren Frauen und Kinder. Das ist wahr. Aber deswegen habe ich Garons Befehl nicht missachtet. Ich wollte das Dorf nicht auslöschen, weil es mein Zuhause war. Alle aus meiner Familie waren Anhänger Belias. Die opferten ihm ihre kranken und behinderten Kinder. Was wollten sie auch mit mir machen? Ich lag auf dem Opferschrein und wartete auf den Tod. Der Priester hob seinen Dolch. Dann fing auf einmal die ganze Kapelle an zu brennen. Alle in der Kapelle verbrannte, bis auf einen. Mich. Ich war unverletzt, bis auf ein paar angesenkte Haare. Der Hohepriester beschuldigte meine Familie, geheimer Anbeter Innos zu sein, und befahl, meine Familie zu töten. Das ist schrecklich. Man verurteilte mich zum Hungertod und begrub mich lebendig. Aber ich konnte aus dem Grab flüchten, nämlich durch einen Tunnel, der zu den Klippen der Küste führte. Ich begab mich zum nächstgelegenen Innos-Kloster, wo ich von den Insassen aufgenommen wurde. Aber das Klosterleben war nichts für mich. Ich übte mich im Schwertkampf und wurde dann Paladin wegen meines Talents und meiner Hingabe. Ja, ich habe oft gegen Belias Schergen gekämpft, meine Narben erinnern mich jeden Tag daran. Entschuldigung, aber wenn du dich jetzt schuldig fühlst... Als du zum ersten Mal unser Lager betreten hast, spürte ich, wie die Flamme Innos neues Leben in meine Seele entzündete. Oh, ich verstehe nicht ganz, was du sagen willst. Aber ich stehe eigentlich auf Frauen. Ja, ich auch. Und ich meinte etwas anderes, du Klugscheißer. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber du bist Innos Auserwählter. Und daran wird sich nichts ändern. Nichts, was du getan hast, tust oder tun wirst. Der Gott des Feuers und der Gerechtigkeit hat dich zu einem ganz bestimmten Zweck erwählt. Und ich soll dir helfen, diesen zu erfüllen. Ich, ein Auserwählter Innos? Wenn du meinst. Obwohl ich von meinem Orden ausgestoßen wurde, bin ich noch ein Diener von Innos. Ich weiß, dass du schon sehr bald gegen einen tödlichen Feind kämpfen musst. Er ist der Auserwählte Belias. Ich könnte dir in diesem Kampf helfen. Wären wir in einem Kloster, würde ich dein Schwert für diesen heiligen Kampf weihen lassen. Aber in dieser Kolonie gibt es so einen Ort nicht. Es gibt allerdings einen anderen Weg. Woran denkst du? Wie du siehst, bin ich kein gewöhnlicher Schmied. Ich kann die Macht magischer Runen in Schwerter einfließen lassen. Leider kann ich so eine Waffe nur verbessern, wenn sie würdig ist, diese Macht in sich zu tragen. Bring mir so eine Waffe, und ich werde sie in ein mächtiges Werkzeug verwandeln, welches dir im Kampf gegen Innos Feinde hilft. Aber wo finde ich so ein Schwert? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass Innos mit dir sein wird. Lebe wohl, Auserwählter. Mögen die Flammen Innos deinem Weg ihr Licht spenden. Also die Geschichte von Angha ist echt gut. Also die gefällt mir. Nur, was es mir gerade ein bisschen kaputt gemacht hat, wieder dieser dumme Witz, der jetzt schon zum vierten Mal gefühlt in dieser Mod gemacht wurde, mit, ich stehe auf Frauen, so, weißt du, das ist so unpassend, weil es die ganze Situation kaputt macht. Das lockert es nicht auch auf, es macht es einfach nur absurd in dem Moment, dass der Held wieder diesen dummen Witz macht. Aber, naja, also auf jeden Fall die Hintergrundgeschichte an sich finde ich sehr interessant und gut. Eine der Sachen, die mir hier an der Mod richtig gut gefällt. Schön, dass es hier auch weiterging. Haben wir ein Schwert, ein bestimmtes? Aber erstmal wollte ich das hier kurz prüfen. Oh, das Maximum liegt bei Dings. Aber warte mal, habe ich irgendwas, was...
Okay, das eine hat noch Bonus gebracht. Einhand verbessert. Shit. Ich will nämlich gerne die Meisterhaltung haben. Oder habe ich das jetzt? Wenn du Streit suchst. Nee, ich habe immer noch das. Mach das nicht nochmal! Hm. Ich weiß nicht, wie viel ich dafür brauche, ne? Wahrscheinlich 90? Dann lade ich vielleicht mal. Sieh dir dieses Schwert an. Das Schwert wurde von Innos geweiht. Ich wusste, dass der Gott des Feuers dir den Weg weisen würde. Gib mir das Schwert. Komm in ein paar Tagen wieder. Dann wird das Ronenschwert fertig sein. Was habe ich ihm denn für ein Schwert gegeben jetzt? Keine Ahnung. Die anderen hier auch noch was zu erzählen? Da kann mir Zweihandkampf beibringen. Aber Zweihandkampf brauche ich dann erstmal gar nicht mehr. Das finde ich gut genug. Ich glaube, ich gehe dann wirklich auf Einhand. Vielleicht ist es ja auch zufällig ein Einhandschwert. Okay, hier ist auch nichts Neues. Hat er noch was Neues? Ich suche ein bestimmtes Buch. Wahrscheinlich gehört es einer starken Persönlichkeit. Ich dachte mir, dass du... Falsch gedacht. Jetzt geht, solange du noch kannst. Ein bestimmter alter Mann sagte mir, dass das Blut noch in seinen Adern fließt. Dass er die Wahrheit in sich verbirgt. Du redest zu viel, Junge. Das kann sehr gefährlich für dich werden. Zum letzten Mal, geh bitte weg. Ein alter Mann sagte außerdem, dass die Erbauer seit Jahrtausenden verflucht sind. Wie kannst du das wissen? Das ist nicht mein Geheimnis. Egal. Hier ist das Buch. Vielleicht ist das dein Schicksal. Jetzt lass mich allein. Oh, cool. Ich habe mich um Echo gekümmert. Du hast bewiesen, dass es eine gute Idee war, dir zu vertrauen. Jetzt ist die ganze Kolonie wieder sicherer. Und denk immer daran, das Böse braut sich immer im Schatten des Guten zusammen. Egal wie edel deine Taten auch sein mögen, das Böse wird immer tief in deiner Seele schlummern. Cool. Das ist ja cool. Ich sag ja, manche Sachen klären sich von alleine auf. So, dann versuche ich mal so 2 Tage zu pennen, vielleicht ist er dann schon fertig. Einmal in diesem Bett, einmal in dem. Reicht das schon? Nee. Dann muss ich auch im nächsten Kapitel erst dann hier wieder hinkommen, ich weiß es nicht. Ach komm schon! Ich penne noch einmal. Was war denn das für ein Typ? Souverän gemeistert, Junge. Killer, Codename 47, Agent 47. Nett, dass du mir etwas von deinem Erz überlässt. Okay. Geht's zur Seite? Ich denke mal, es muss das nächste Kapitel sein. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.